sind. Es herrscht buchstäblich Aufbruchsstimmung. Simone Caucheiro gehört zu der knappen Mehrheit, die Lula da Silva zum neuen Präsidenten Brasiliens gewählt hat. Die Regierung Bolsonaros war von Gewalt geprägt, zum Beispiel durch Hassreden, die Befürwortung der Bewaffnung. Wie so viele andere will Caucheiro hunderte Kilometer von Rio zur Amtseinführung nach Brasilia fahren. Auch wenn die Freude zuletzt getrübt ist. Denn die Tage vor der Übergabezeremonie von da Silva sind turbulent. Die Polizei verhaftet einen Mann, der offenbar einen Anschlag mit Sprengstoff und Waffen plante. In vielen Städten Brasiliens fordern Anhänger Bolsonaros bis zuletzt ein Eingreifen des Militärs. Bolsonaro selbst hat sich in die USA abgesetzt, will an der Machtübergabe nicht teilnehmen. Wir haben ein Land, das sehr gespalten ist, mit einer starken, extremen Rechten, die auf den Straßen und in allen sozialen Medien gut organisiert ist. Das gab es in unserer Geschichte noch nicht. Das wird eine große Herausforderung für Lula. Die Sicherheitsvorkehrungen in Brasilien sind so hoch wie noch nie. 300.000 Zuschauer werden auf den Straßen erwartet. Auch Simone Caucheiro ist in der Hauptstadt angekommen und hofft auf einen friedlichen Neuanfang.